Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche. Gestern aus dem Garten habe ich mir zwei Kohlrabi mitgebracht und habe gedacht, heute zum Mittagessen werde ich einer schon gleich zubereiten. Als Beilage mit Kokosmilch und so etwas cremiger, dazu Kartoffelbrei und ein paar Bratwürstchen aus der Heißluftfritteuse und dann ist Mittag fertig. Und wenn ihr Interesse habt, wie bereite ich den Kohlrabi mit dem Kokosmilch, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Eine Kohlrabi habe ich schon jetzt in so eine Stücke geschnitten. Nicht zu groß und nicht ganz klein. Dann habe ich noch eine Möhre vorbereitet. Muss man nicht. Aber ich mag gerne, wenn das Essen so ein bisschen Farbe hat. Und deswegen habe ich noch so eine kleine Möhre mitgebracht. Bisschen Zwiebel mit Kreu. Und dann brauchen wir, wie gesagt, Kokosmilch. Und zum Andicken habe ich jetzt mich hier vorbereitet. Ein Esslöffel Speisestärke und ein bisschen Wasser dazu verdünnen. Anbraten werde ich mit dem Butter, weil das auch schmeckt gut mit der Butter. Natürlich kann man auch nur Öl nehmen, wenn ihr zum Beispiel Veganer seid. Und zum Würzen ganz klassisch Salz, Pfeffer und zu den Kohlrabi passt sehr gut Muskatnuss. Wir gehen jetzt gleich ans Herd und werden unsere Beilage schnell zubereiten, weil Kartoffel steht schon zum Kochen. So, wir nehmen eine Pfanne und geben wir da schon ein bisschen Butter. Ich nehme so prima Daumen. So, machen wir an. Und in dieser Zeit, bis das Butter jetzt schmilzt, werde ich meine kleine Möhre auf den Reiber reiben. So, Butter ist geschmolzen, dann können wir jetzt als erstes Möhre geben. Wenn ihr keine Möhren habt, müsst ihr nicht unbedingt jetzt eine Möhre kaufen. Kann man auch ohne Möhren. Dann kommt gleich Kohlrabi rein. Werde die Möhre etwas anschwitzen lassen. Und da kann man hier auch gleich ein bisschen ansalzen. Die Möhre gibt natürlich fürs Gericht eine schöne Farbe. Und dann Kohlrabi ist nicht so blass. So, halbe Minütchen wird er schon reichen und geben wir schon Kohlrabi rein. Meine Kohlrabi war 400 Gramm, ziemlich größere Kohlrabi. Und werden wir jetzt unsere Kohlrabi ungefähr so 2-3 Minuten hier im Butter ein bisschen anschwitzen. Können wir auch gleich ein bisschen Salz geben. Und am besten Deckel drauf. Und zwischendurch umrühren. So, ungefähr 3 Minuten habe ich jetzt geschmort. Es hat sogar diesen Geschmack, ein bisschen was Angebratenes und Butter kommt. Da sieht man manche Stückchen so ein bisschen angeröstet. Und das macht es schönes Geruch und natürlich auch Geschmack. Aber wir dürfen jetzt nicht richtig braten. Jetzt geben wir hin, ungefähr gebe ich die Hälfte von der Dose von dem Kokosmilch. Kann man immer probieren und noch dazu geben, ob das Kokosmilch oder gibt noch ein bisschen Schluck noch Wasser dazu. Könnt ihr gleich schon anwürzen mit Salz. Pfeffer und natürlich Muskatnuss. Muss hier nicht fehlen. Wer zum Beispiel Kokosmilch nicht mag, kann man dieses Gericht auch mit Frischkäse zubereiten. Statt Kokosmilch nimmt man Frischkäse. Bisschen noch dazu abgekochte Wasser und dann kann man auch eindicken mit den Speisestärke und hat man auch richtig schöne cremige Gemüse. Zu der Speisestärke gebe ich jetzt Wasser, verrühre gut und geben wir dazu, dass wir etwas unsere Gemüse andicken.
Mach die immer nur ein bisschen, nicht gleich sofort die ganze Flüssigkeit, weil manchmal ist es doch ein bisschen zu viel, dass nicht zu dick wird. Der Speisestärke gut umgerührt, alles hat sich aufgelöst. Und jetzt geben wir portionsweise dazu. Lassen wir das aufkochen und dann sehen wir, wie dick möchten wir es haben. Ich glaube, die Hälfte reicht. So, schaut, wenn es wirklich sehr dick geworden ist, auch nicht schlimm, nehmt ihr einfach ein bisschen von Kartoffelwasser dazu oder was ihr dazu noch zubereitet. Einfach abgekochtes Wasser dazu. So, und lassen wir jetzt auf den ganz schwache Hitze einfach schmoren. So ungefähr 5-6 Minuten wird das schon reichen. So, es sind jetzt 6 Minuten vergangen. Schaut, es pluppert nur so schön langsam. Und probiert ihr jetzt. Vielleicht musst ihr was abschmecken. Ich habe jetzt schon ein bisschen Pfeffer dazu gegeben. Mehr nichts. Und probiert ihr nach den Kohlrabi, nach dem Gemüse, wie knackig möchtet ihr das haben. Wenn es das für euren Geschmack perfekt, dann machen wir einfach den Herd aus. Mhm. Ich mag, wenn die Gemüse noch ganz bisschen knackig sind. Gebe jetzt klein geschnittene Frühlingszwiebeln, nicht alles, lasse noch ein bisschen zum Servieren. Unterrühren, Herd ausmachen und kann man auf dem warmen Herd auch noch stehen lassen, wie jetzt noch Kartoffeln pürieren. So, bereite jetzt mal meinen Kartoffelbrei und dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, mein Mittagessen ist fertig. Kartoffelbrei habe ich fertig gemacht und jetzt kommen noch dazu Kohlrabi-Gemüse. Leckere, cremige Schote. Eine schöne Soße. Herrlich. Obendrauf noch ein bisschen Grünes. Und voilà, der Mittag ist es fertig. Natürlich, die Bratwurst serviere ich für meinen Mann. Ich mag gerne einfach nur so Kartoffeln und die Kohlrabi-Gemüse. Das schmeckt auch sehr, sehr lecker. So, liebe Freunde, wenn euch mein Rezept gefallen, dann würde ich mich sehr freuen über euren Kommentar, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und danach ein gutes Appetit. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!